Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Centralia Homecoming, einem Indie-Horror-Game und offenbar schon das zweite Horror-Game dieser Firma. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was das erste ist. Ich denke, es ist das zweite und die haben auch noch ein drittes. Das dritte werde ich wahrscheinlich auch noch spielen. Beim ersten weiß ich nicht, ob ich das spielen werde. Muss ich mal nachgucken. Je nachdem, was das für ein Spiel ist. So, da wir in der Polizeistation jetzt just in diesem Moment nicht weiterkommen, habe ich mir überlegt, wir gehen erstmal nochmal raus. Jetzt stehen uns ja ein paar Wege mehr offen. Nur wenn ich ein Haus verlasse, laggt es mal ein bisschen kurz. In dem ganzen Nebel, der geladen werden muss. Und da ist ein freundlicher Herr, der uns begrüßen möchte. Ja, der kann auch mal da hinten bleiben und die Schnauze halten. Wir sind hier auf dem Parkplatz und gucken uns hier um. Das ist verschlossen, da ist eine Kette dran. Hat irgendjemand seine Pfandflaschen vergessen? Was sind das für Schmiere oder soll das Schatten sein? Das ist auf jeden Fall zu und kaputt. Und so wie alles andere auch. Alles einfach im Arsch. Es ist alles im Arsch. Ist ja wie unsere Wirtschaft. Ha. Okay. Ich habe jetzt tatsächlich mal gegoogelt, wie man den Schlüssel, also wie man einen Schlüssel benutzt in diesem Spiel. Ich konnte aber nichts finden. Das heißt, entweder ist es so offensichtlich, dass es peinlich ist, dass ich es nicht... Das hat nicht getroffen. Ach, ich kann nicht durchschießen. Hallo. Hi. Wieso bist du so groß? Das ist ganz schön creepy. Also es ist wohl eine Mischung zwischen Resident Evil und Silent Hill. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir müssen auf die Chestnut Street, die ist hier. Und wir brauchen ein Haus mit... es gibt nur ein Haus in der Chestnut Street. Ich glaube, das hier ist Broad Street und das hier ist Martin Luther Street. Dann probieren wir die Chestnut Street, da gibt es ja nur dieses Haus. Dann schauen wir mal dahin. Ich werde ihn jetzt nicht umbringen. Wir versuchen vor ihm wegzurennen. Was wohl sehr gut funktioniert, weil sie auch nicht rennen können. Da rennt eine Kuh. Zumindest macht es Geräusche von der Kuh. Er ist eine Hirschkuh, ja, ich weiß, bla bla bla. So schnell hier rein? Ich brauche einen Code. Ich habe den Code vergessen, deswegen muss ich nachgucken. Ey! Rein da! Okay, wir können weiter erkunden. Vielleicht finden wir hier ja eine Möglichkeit, um A, unsere Tochter zu finden und B, Stan aus dem Knast zu holen. Doch zuvor, das sind ja straight up die Fallout. Oh shit. Gegenstände in die Hand nehmen. Cool. Oh. Man kann Sachen mit rumtragen, das ist ja cool. So, ich höre ja aber Schritte. Und ich höre es googeln. Hallo? Okay, also wenn ich durch Iron Sights schieße, dann funktioniert das irgendwie nicht so. Ich glaube, normal zu schießen mit dem Fadenkreuz ist besser. Gott, ich höre überall. Ich höre überall Geräusche. Das ist eine Schreibmaschine. Ist der da drin? Oder ist der drüber? Oh Gott, das ist so gruselig. Ich find's tatsächlich einfach gruselig. Okay. Wir haben gespeichert, das ist schon mal gut. Ich höre Schreie, das ist schon mal nicht gut. Die Taschenlampe wieder an. Oh, den Topaz habe ich mitgenommen. Habe ich mitgenommen? Ja. Ist nichts weiter drin.
Also ich höre es auf der Seite. Hier hat auch jemand drüber gekratzt. Also es ist schon nicht schlecht. Also gibt definitiv bessere Spiele, aber es gibt sich auf jeden Fall Mühe. Und es macht auch einige Dinge richtig. Gott, und die Soundeffekte machen mich wahnsinnig. Hier ist ein Safe. Noch ein Safe. Geschäftsnotiz 5. Ich muss den Code für den Safe finden. In diesem Gebäude wohnte der Besitzer des Safes. Eines der Apartments muss über die erforderliche Information verfügen. Ja, das stimmt. Dann müssen wir uns halt hier nur umsehen. Kann ich den Safe mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Also ich kann wohl nur einige Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel einen Stuhl. Dann kann ich den hier hinlegen, wofür auch immer das sein soll. Irgendjemand ist gerade dabei, seine Zähne zu putzen. Energy Drink! Ultimate Unlimited Power! Wie hieß das, der Energy Drink, hier? Gott, wie hieß denn diese Meme-Werbung auf YouTube? Wie hieß das denn? Power Thrust? Nee. Power Thirst! Ich glaube Power Thirst. Ich weiß es nicht mehr. Shit, ist so lange her. Okay, so Jukebox. Das sieht aus wie eine Left 4 Dead Jukebox. Also die haben sich scheinbar ihre, wie nennt man das denn? Modelle für die ganzen Umgebungsobjekte zusammengeklaut. Und der so die Ecke geschissen? Nee, aber ich glaube, der kriecht auf seinem Zahnfleisch über uns rum. Gott. Mein Gott, das klingt als erstes gar nicht mehr wie das. Das sind auf jeden Fall gute Soundeffekte. Nein, 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 nein! Ach, eh! Hab ich gewonnen? Cool, also wenn die in Slow Motion auf uns zugehen, dann kann ich eh drücken und kann mich dadurch wehren. Gott, meine Pumpe. Okay, scheinbar Apartment 11. Wir brauchen aber 12. Damit ich kann die alle aufmachen. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Unten war noch ein Fahrstuhl, den habe ich natürlich gesehen. Oh, das ist eine Klingel. Natürlich ist es eine Klingel. Was habe ich erwartet? Ich brauche einen Schlüssel für die Wohnung. Die Tür ist verschlossen. Wo ist der Unterschied bei den Nachrichten? Die Tür ist verschlossen und ich brauche einen Schlüssel. Heißt das, hier komme ich rein und da drüben nicht? Weil eigentlich sollte ich ja da reinkommen. Wollen Sie mit mir über Gott reden? Ja. Hallo, ich komme von Bofrost. Oh shit. Ja, das traue ich den Bofrost-Leuten aber auch zu, ne? Dass die jetzt einfach reingehen. Oh mein Gott, wieso sind hier immer so viele Ecken und Kanten und Wege? Ich mach mal hier als erstes lang. Okay. Ich kann das Licht leider nicht an- und ausschalten, das finde ich ein bisschen schade. Kann ich das kaputt machen? Okay, ist einfach ein voller Blumentopf. Den können wir nicht gebrauchen. Ein Messerblock. Wenn schon sonst nichts in der Küche ist, ein Messerblock kann nie schaden. Außer jemand schmeißt dir einen Messerblock an den Kopf. Eine sehr schlecht eingerichtete Küche. Ja, aber hauptsächlich die Munition ist da. Was ist das eigentlich für Munition? Weil das ist ja kein. Ach, das ist alles Schrotflintenmuni. Wir brauchen aber Pistolenmuni. Das ist nicht gut so. Nein, ich will die nicht verkaufen. Wieso würde ich die verkaufen? Weil ich bin doch nicht blöd. Ich würde gerne mal neue Muni finden. Auch wenn wir noch über 30 Schuss haben. Ich muss mich anders hinsetzen. Ah, oh Gott. Ich bin mal fertig. Oh.
Okay, hier wird uns auch nichts fressen, das ist schon mal gut. Verwenden Sie einen Hauptschlüssel. Geschlossen. Beginner. Wie? Ich habe einen Hauptschlüssel. Aber wenn ich auf Ja drücke, dann wird das verbraucht. Wie benutze ich den denn? Ha? Huh? Wie kann ich? Wir speichern gleich nochmal und dann probiere ich das mal aus. Aber wir haben einen Hauptschlüssel. Es nennt sich zumindest selbst Hauptschlüssel. Rusty Set Hauptschlüssel. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es Dietriche sind. Aber da will ich jetzt mal nicht so kleinscheißerig sein. Wir gehen noch mal kurz runter. Ah, da muss ich alle Zombies noch besiegen. Wir probieren das am Schluss. Da ist die Tür offen. Wir probieren das am Schluss aus. Wenn ich jetzt speichern gehe, dann respawnen die Zombies. Dann haben wir keine neue Munition. Dann müssen wir jetzt hier nochmal durchkämpfen. Und da ich keine Nahkampfoptionen habe, würde ich es bevorzugen, meine Muni nicht zu verschwenden. Fangen wieder auf der Seite an. Hasi. Ja, natürlich. Ich habe auch immer eine Palette in meiner Wohnung stehen. Hä, ist das eine Küche und ein Kinderbett? Oder, ah ne, das ist eine Studentenwohnung wahrscheinlich. Okay. Nun denn. Nichts. 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 Huch. Der Soundeffekt kommt mir auch wieder vor. Ja, das sind irgendwelche Stock-Soundeffekte, die man dann nutzen kann, weil sie gratis sind. Spricht ja nichts dagegen, sind ja gute Soundeffekte. Ach, ich weiß, woher ich den kenne. Bei Cry of Fear. Eine Half-Life 1 Mod, einer sehr, 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 sehr guten Horror-Mod. Einfach ein super gutes Spiel. Da wird der auch verwendet. Nein, ich weiß nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ich bin da ein wenig autistisch veranlagt, würde ich fast schon sagen. Was Soundeffekte in Spielen angeht. Was ist das? Eine kaputte Lampe. Eine leere Schublade. Hier ist ja wirklich gar nichts in dieser Wohnung. Finde ich jetzt wenigstens gleich eine Kettensäge oder so? Im Badezimmer? Zum Rasieren? Nichts. Absolut gar nichts. Der Horror. Geht's hier? Ach, hier geht's noch weiter nach oben. Oh Mann. Hier ist niemand drin, sonst würden wir den wahrscheinlich schon hören. Außer da schleicht sich gleich irgendwas an. Oder ein Jumpscare wartet irgendwo. Das würde mich jetzt auch nicht mehr überraschen. Ja, Pfeife. Ah. Ja, na klar. Wo würde ich auch sonst meine Juwelen aufbewahren als im Badezimmer? Vielleicht in der Kloschüssel. Bei genauerer Betrachtung könnte man davon ausgehen, hier befindet sich etwas Wertvolles, ja. Nein. Auch nicht. Wir haben auch schon lange kein Health Pack mehr gefunden. Was jetzt nicht das größte Problem ist, aber es wäre schon cool. So ein bisschen einen Vorrat zu haben. Das ist ja der einzige Grund, warum ich mich hier überall umgucke, weil ich... Ja, das ist nicht der einzige Grund, aber... Ich suche Lore, Novel und ich suche... Überlebenswerkzeug, also Health Kits und sowas. Und natürlich Hinweise für das Voranschreiten. Wie zum Beispiel ein Schlüssel fürs Polizeirevier. Ich glaube zwar nicht, dass der hier ist. Aber es ist besser, als gar keine Hinweise zu suchen.
Und solange wir noch Anhaltspunkte haben, ist das ja gut. Ansonsten müsste ich ja blind durch die Stadt stolpern und das ist irgendwie dann noch nicht so ein gutes Game Design. Du brauchst deinen roten Faden. Aha. Geschäftsjournal. Das wird wahrscheinlich ein Tagebucheintrag sein. Okay. Persönliches Tagebuch. Ich habe mein Geschäft so satt, es bringt nur ein paar Cent ein. Und die Probleme damit, es wäre besser gewesen, wenn ich als Ingenieur weiterarbeiten würde. Jetzt verbringe ich mehr Zeit zu Hause, meine Frau hat mich gereizt, ich weiß nicht einmal, ob ich sie noch liebe. Früher ging ich zur Arbeit, arbeitete 2 Tage, ruhte mich 2 Tage aus und alles war gut. Dieser hirnlose Kassierer vergisst immer wieder den Code für den Safe. Wie schwer ist es, sich 4 Zahlen zu merken? 7, 5, 8, 4! Könnte auch selbst hinter der Registrierkasse stehen. Alles arbeitet gegen mich. Ich bin nur einen Schritt davon entfernt, Alkoholiker zu werden. Lief wohl nicht so gut. Naja. Jetzt ist er tot. Also. Hat er das Problem zumindest beseitigt. Und wird kein Alkoholiker. Werde ich jetzt auf ihn treffen? Wird er mich aufhalten und ich werde seinen Spind nicht, sein Safe nicht aufkriegen? Hat hier so noch eine Wohnung. Die ist doch noch Ravonen. Quietsch. Musik wird dramatischer. Huch. Was ist da erwartet? Das ist eine Geisterstadt. Ein paar Dublonen. Ich kann mal wieder verkaufen hier. Ja, verkaufen. Oh, oh. Was ist das? Ach, das ist eine Scrollleiste, okay. Ja. 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 Und das bedeutet, wir können wieder die Leistung unserer Waffe verbessern. Die hoffentlich tatsächlich unseren Damage erhöht. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Momentan ist das Spiel ja auch noch relativ entspannt vom Schwierigkeitsgrad her einfach. Vom Horroraspekt natürlich nicht so entspannt, aber das ist ja gut. Ein entspanntes Horrorspiel ist ja auch kein Horrorspiel, ne? Noch viel gruseliger ist es, wenn die bedrohliche Musik aufhört, wenn man einen Raum betritt. Oh, den Stuhl zur Seite. Okay, kannst du wieder zumachen, da ist nichts drin. Auch nichts. Quietsch, 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 quietsch. Aber hier, oder? Nichts. Kann man nicht kaputt schießen? Ich wollte es mal ausprobieren. Ich hab's mich vorhin schon gefragt. Halt, ist das was? Nee, ist ein Messerblock. Okay. Eine Notiz. Nichts. Noch weniger. Okay, nichts. Tagebuch des Jägers und Waffenschein. Der Jäger. Wir waren hocherfreut, als wir hofften, dass sich unsere Jagdaussichten mit der Ankunft des Winters bessern würden und warteten ungeduldig auf die Ankunft der versprochenen Jagdlizenzen für Wildschweine. Ich habe meine Lizenz nicht rechtzeitig bekommen. Zu meinen guten Freunden gehört Alex Johnson und Ethan Taylor. Ich ging mit ihnen auf Jagd nach ein paar Hasen. Alex nahm die Leine von seinem Jagdhund und wir sahen zu, wie er in die Bäume stieg, nachdem er einen Geruch wahrgenommen hatte. Manchmal wurde der Hase in den ersten Minuten getötet. Manchmal dauerte es länger. Der Hund bellte erneut, als er den Hasen weiterverfolgte, während wir uns unter einen Baum setzten, um einen leichten Snack zu essen. Sag mir einfach, denkst du, es ist möglich, ein 600 Pfund schweres Wildschwein mit einer Ladung Schrot aus 60 Metern Höhe fallen zu lassen? Johnson fragte Taylor und schwor sofort, dass er 2 Eber bekam. Was? Taylor horchte auf seinen Hund, als er lachte und das anrief, was er gerade gehört hatte. Das machte Alex verrückt. Es gab andere Gründe für Streitigkeiten und kleine Streiche zwischen ihnen, normalerweise aufgrund der Nachlässigkeit von jemandem. Danach stießen wir auf einen Parkwächter, der nach unseren Jagdscheinen fragte. Weder ich noch Alex hatten einen, also mussten wir unsere Jagdgewehre aufgeben und die Strafe bezahlen. Taylor hatte Glück, er hatte bereits seinen Jagdschein. Später ging ich zu seinem Haus und gab ihm alle Kugeln, die ich hatte.
Seltsam, dass er in der Martin-Luther-Straße gezogen ist. Ich muss mich daran erinnern, dass seine Gebäudenummer 28-2 ist. Ach ja, also einfach ein Hinweis, dass da dann Munition ist. Gut, die Story habe ich nicht verstanden, aber ist okay. Und der Hinweis? Finden Sie eine Schrotflinte in der Wohnung des Jägers? Der wohnt, ach so, das ist eine Schrotflinte. Warum jagen die denn mit Schrotflinten? Wer jagt denn mit Schrotflinten? Das ist doch Quatsch. Du willst das Tier doch erlegen und nicht pulverisieren. Das waren wir schon. So, hier war ich auch schon. Das erkenne ich anhand der offenen Klodeckel. Die sind aber alle hier sehr zivilisiert und ordentlich, ne? Die haben alle ihre Klodeckel zu. Kann ich den Aufzug zu? Nein. Okay. Wir klettern weiter nach oben. Wie viele Stockwerke hat das Spiel? Quatsch. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann gibt es für mich jetzt nur noch zwei Sachen in diesem Haus zu tun. Erstens, den Safe knacken. Zweitens, speichern und den Dietrich versuchen zu benutzen. Oh, und drittens, den Aufzug nicht rufen. Okay. Wir speichern als erstes. Speichern und benutzen den Safe. So, ich habe leider vergessen, wie der Safe-Code war. Was ist eigentlich ein bisschen witzig gemacht. 7584. 7584. 7584. Und wir bekommen einen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel geholt. Ich steck fest. Eins. Ich habe den Schlüssel geholt. Schlüssel zur Wohnung 13. Ah, okay. Dann gucken wir uns wohl erstmal noch ein bisschen um. Ich würde ja eigentlich gerne den Dietrich ausprobieren, aber wenn dann jetzt die Zombies wieder respawnen, ist das halt scheiße. 12, 13. Schlüssel werden also automatisch benutzt. Okay. But nobody came. Dude. Geschäftsnotiz. 7. Versuchen Sie einen Weg zu finden, um von Apartment zu 13 zu Apartment 12 zu gelangen. Wie wär's mit einem Banddurchbruch? Gleich, soweit müssen wir erstmal kommen. Wahrscheinlich da lang, aber ich gehe jetzt erstmal hier rein natürlich. Weil wir wollen ja alles finden. Ich habe bestimmt auch schon Sachen übersehen. Ah, ein Medipack, schön. Das macht zum Beispiel Sinn in einem Badezimmer. Spiegel kann ich nicht aufmachen, ist also kein Schränkchen mit dabei. Ist einfach bloß ein Spiegel. Ein gewöhnlicher 0815 Spiegel. Wo kommt das eigentlich her, 0815? Erstaunlich symmetrische Wohnungen. Was war der Ding da wegtun? Wow, Gott! Da gab es wohl einen Fehler in der Matte. Ah! Oh Gott! Gott, ich hasse Puppen. Meine Fresse, das ist ein Jumpscare. Der war auch so gut platziert. Ich dachte, das ist ein Karton. Oh, mein Herz. Okay. Weiter geht's. Viertel. What the? Oh, da war die Skybox. Der Stuhl. Muss mal hier rüber. Der Stuhl muss hier aus meiner Reichweite, damit ich nochmal draufsteige und dann versehen nicht tatsächlich durch die Webklippe oder so. Okay. 20 Minuten passiert nichts. Und dann plötzlich. Wah! Jumpscare. Gott. Ganz ehrlich, wenn das nicht so runtergekommen wäre, wenn das schön ordentlich wäre, schön restauriert, schön renoviert, dann könnte ich hier das auch als Schlafzimmer nehmen. Ich finde es eigentlich ziemlich bequem. Wie gesagt, wenn es halt in gutem Zustand wäre und nicht überall die Scheiße rumliegen würde. Meine Güte.
Ein Sitzsack. Lichtschalter, die nicht funktionieren. Was ist das? Ach, ein Wickeltisch. Hasi! Oh. Bausteine. Stuhl. So, auf Wohnung 12. Ich sehe nichts. Man wird bestimmt hier von irgendwas gefressen. Ein Telefon. Kann ich jetzt die Tür... Ach so, es ist verschlossen. Jetzt kann ich... Oh. Ich dachte, ich kann es jetzt von der Seite aufschließen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hoffentlich nicht. Ich dachte gerade, die Kloschüssel wäre versperrt. Gott. Mir geht immer noch die Pumpe von dem Jumpscare gerade. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich der nächste. Ah. Nix. Aha! Doch was. Aber da ist nichts. Okay. Gleich. Nein. Nada. Niente. Aha! Ich drücke immer aufs Falsche, weil ich immer denke, das ist das Richtige, aber es ist nicht das Richtige. Bergmanns Brief. Die Arbeiter einer der Kohlengruben entdeckten versehentlich eine große Goldlagerstätte. Das gefundene Gold kann das Schicksal der sterbenden Mine drastisch verändern. Aufgrund des sinkenden Kohlepreises mussten 4 der lokalen Kohlebergwerke schließen. Aber jetzt ist das Finanzierungsproblem gelöst. Der Wert des Fundes wird auf 10 Millionen Dollar geschätzt. Die Arbeiter haben erklärt, dass sie selbst von der Entdeckung schockiert waren. Ein weiterer interessanter Punkt ist die Größe des Nuggets. Eines von ihnen wog fast 200 Pfund. Der Besitzer der Mine, Mark Galbi, teilte den Journalisten mit, dass die größten Goldstücke versteigert werden. Okay. Wie viel sind denn für 200 Pfund? Was ist denn ein Pfund? 250 Gramm, oder? Ganz schön dicke Dinger. Geschäftsnotiz 6. Hä? Haben wir das gerade gelesen? Achso, jetzt ist es hier. Suche in Wohnung 12 nach Hinweisen. Hinweisen nach was? Ich hab doch schon was gefunden. Aber das ist ja auch kein wirklicher Hinweis, ne? Das hilft mir nicht. Mark Galbi teilte den Journalisten mit, dass die größten Goldstücke versteigert werden. Ich komme ja auch nicht mehr raus. Was ist das? Ach, Schneidplatte wahrscheinlich. Achso, doch zurück komme ich, aber... Ist hier jetzt noch was? Aber da es sich den Namen teilt, wird es wahrscheinlich auf das hier anspringen. Suche in Wohnung 12 nach Hinweisen. Wieso kommt eigentlich Geschäftsnotiz 7 vor 6? Das ist ja merkwürdig. Finden Sie die Akte über das Feuer. Welches Feuer? Achso, das Feuer, natürlich. Das Feuer, das die Stadt zerstört hat. Der Mainplot, ich erinnere mich. Finde Informationen über Stan, den Mann, der in der Zelle eingesperrt ist. Haben wir nicht gefunden. Suchen Sie Zugangskopf für das Geschäft und überprüfen Sie die Wohnung im Deutschen. Was Sie für den Safe finden, in diesem Gebäude wohnte der Besitzer des Safes. Eines der Apartments muss die erforderlichen Informationen verfügen. Suche in Wohnung 12 nach Hinweisen. Okay, wir wissen jetzt, wir haben den Safe aufbekommen. Wir haben immer noch einen Safe unten in der Leichenhalle. Wir haben das Tagebuch des Jägers und wissen, dass es da die Schrotflinte gibt. Aufgrund des sinkenden Kohlepreises bla 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 bla. Ist das der Hinweis? Ist das das, was ich suche? Scheint mir ein bisschen wenig zu sein. Gibt mir auch keinen Hinweis, wo ich als nächstes hin soll. Aha! Gut, dass ich noch nicht rausgehört. Oh! Wieso klingelt's hier? Looks exactly like Stan's tattoo. Ah. He is keeping something back. Oh, also musste ich tatsächlich raus. Das ist ja interessant. Aber wo klingelt's denn jetzt hier?
Das sieht aus wie Baphomet. Ein höherer Dämon, wenn mich nicht alles täuscht. Oder vielleicht sogar ein Teufel, ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht gut genug dafür aus. Shirley? Hello? What are you sniffing around for, Henry? If you want to leave, get out of here. How do you know me? I know everything, Henry. You will find nothing here except for death. Where's my daughter, Shirley? Soon you will witness him, Henry. Only a bit of time left. Hello? Hello? Where's my daughter, you bastard? Fucking hell. Who was that? What's going on here? Okay, der weiß wohl irgendwas und scheint wohl nicht ein ganz so netter Mann zu sein. Gut. Wir haben jetzt etwas über Stan herausgefunden, das heißt, wir können wahrscheinlich zurück zum Polizeirevier gehen, wa? Sprechen Sie mit Stan über das okkulte Symbol. Er hat dasselbe Symbol in Form einer Tätowierung. Er versucht sich jetzt jemand auszugeben, der er nicht ist. Da gebe ich dem Spiel absolut recht. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich diese Truhe aufbekomme. Die war, glaube ich, hier. Mal auf Nummer sicher gehen. Nein, sie war nicht hier. Also vielleicht hier? Ja. Geschlossen. Beginne. Muss ich das skillen? Kann ich das skillen? Munition, Leistung, bla. Waffe aktualisieren. Waffe. Schrotflinte, Sword Rifle. Einstellungen, Hinweis, Skills habe ich nicht. Ich kann das Ding verkaufen, will ich aber nicht. Wenn sie einen Hauptschlüssel. Der ist ja doof. Gut, wir wissen immer noch nicht, wie wir den Safe im Polizeirevier aufkriegen. Wir wissen nicht, wie wir die Leichenhalle öffnen. Das heißt, in der Leichenhalle ist, oder im Krankenhaus ist eventuell noch eine Akte, die wir übersehen haben, um das aufzukriegen. Da wir aber noch andere Hinweise haben, die wir durchgehen können, werde ich da noch nicht hingehen. Was ich jetzt aber mal ausprobiere ist, mich vor diese Kiste stellen und what the fuck, und den Dietrich benutzen. Verwenden Sie einen Hauptschlüssel. Ja, mache ich. Gerne. Ja. Hat nicht funktioniert. Oh! Okay. X open. Wie X? Ach, X, tatsächlich. Okay, es ist einfach genau wie in Skyrim und Fallout. Ah, das Geräusch. Au. Mein Ohr. Was ist das? Treasure. Hab ich das Ding jetzt noch? Nein. Mit Steinen. Ein guter Fang. Und ein weißer Diamant. Ein eher seltener Stein. Kann man vermutlich verkaufen. Möchte ich mal davon ausgehen. Behalte ich mal im Inventar, bis ich sage, ich möchte leveln. Cool. Also kann man die doch benutzen. Gut. Nochmal speichern. Und dann gehen wir mal... Hol ich mir erst die Schrotflinte oder gehe ich erst das denn? Polizei geht's, Revier geht's wahrscheinlich weiter. Wir gehen mal raus auf die Straße und schauen uns die Karte an. Wie weit muss ich denn laufen für... die... Apartments von Martin Luther Street. Ich glaube 28.2, ich glaube hier. Das heißt, die Straße runter und dann rechts. Im Store waren wir noch. Ach doch, das ist der Store. Mit dem Pad, okay. Mal nachschauen, das ist wirklich der 28.2, ja. Okay, dann rennen wir da mal noch schnell hin. Lauf! Lauf! Die sind alle wahnsinnig! Ich werde außerhalb von Gebäuden wahrscheinlich ziemlich wenig umbringen, weil ich es halt einfach für Quatsch halte. Das ist eine Windmühle. Windrad, Verzeihung. Ih! Das Spiel macht auf jeden Fall ein paar Sachen nicht schlecht, weil mir läuft trotzdem Schauer über den Rücken, wenn ich einen Zombie sehe. Das passiert mir normalerweise nicht in Zombie-Games. Shit,
Moment, was? Ist das die Tür? Oder ist hier die Tür? Eigentlich muss hier die Tür sein, weil das ja die Martin Luther Street ist. Martin Luther. Ich kann nichts sehen. Ah, hier. Was? Ich verstehe mich. Verzeihung. Aber ich habe mich erschreckt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das Spiel nicht pausiert. Was? Sterben Sie! Goddammit. Noch einer. Meine Güte. Weg mit dir. Weg. Lass dir auch was fallen? Oh nein, sie haben sich in Cola-Dosen verbannt. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal ein Medipack nehmen. Habe ich gerade Cola getrunken, um mich zu heilen? Oder was war der Soundeffekt? Gott. Reißen die mich da einfach aus meinem Lockpick-Menü? Gott. Okay, also man muss die Regel alle hochschieben und dann Leertaste drücken. Ja. Muss meine Schrotflinte. Mir wurde eine Schrotflinte versprochen. Oh nein. Wer? Hier läuft noch jemand außer mir. Hier läuft noch etwas außer mir. Ich höre es auf dem linken Ohr, so geht er rechts. Ich mal wieder zu. Damit lege ich mich nicht an. Vielleicht später. Vielleicht finde ich die Schuhe auch so. Aha! Gott. Was war das? Was habe ich genommen? War das einfach wieder Munition? Scheint so, ne? Oh, das Pistolenmuni? Nee. Quietsch. Wer hat denn hier bitte gewohnt? So schön häuslich eingerichtet habe ich's nicht. Dann möchte ich ja gerade hier einziehen. Das Gruseligste an dem Spiel ist ja eigentlich, dass alle Türen aufgehen. Oder fast alle. Das ist in Horrorgames ja eigentlich nicht so. Nichts. Unterm Tisch vielleicht? Auch nicht. Hinterm Tisch? Nein. Okay, wir haben den ersten Raum schon mal erkundet. Und da hinten fleischt es. Oh Gott. Oh. Oh Gott, wieso ist der so schnell? Lass mich in Ruhe! Wir sterben! Nein! Ich dachte, ich kann Quicktime-Events machen. Oh Gott. Meine Güte. Hat der es uns besorgt? Wieso konnte der rennen? Der konnte rennen! Das ist unfair! Wie kann der rennen? Wenigstens ist es jetzt bis auf das Quietschen leise. War das sein Kumpel? Der die Schrotflinte? Da ist das Geld drin. Immerhin. Die Sachen sowieso sofort verkaufen kann, verstehe ich nicht ganz. Warum ich nicht direkt Geld finde. Aber ich schätze mal, weil wir sind damit auf Resident Evil 4 anspielen wollen. Huch. Ne, da glänzt nichts. Ist das die Geschichte Deutschlands? Die ist bestimmt sehr farbenfroh. Ja. Nicht sehr viel in diesem Häuschen. Senor? Nee. Keiner da, vielleicht. Oh. Auch keine Muni. Sag mal.
Mir wird doch Munition abgezogen. Was denn damit? Munition 9mm. Das ist eine Pistole. Wieso kann ich das nicht benutzen? Nein. Ach, ein erster Hilfeschrank. Koffer. Und Geld. Und nichts. Und ich steck fest. Ich brauche eine Schrotflinte. Mit einer Schrotflinte in der Hand fühle ich mich sicher. Ich bin der Micha. Hübsch. Also, schönes Bild. Die Tür ist verschlossen. Mit dem Bild kann ich aber nicht interagieren. Und hier ist auch kein Luftschacht? Nein. Auch kein Durchbruch in der Wand, den ich übersehen habe? Nein. Okay. Hier steht ein Teppich. Das ist ja das Gruseligste von allem. Wandteppich habe ich mir aber anders vorgestellt. Oh Gott, das ist schon wieder so riesig hier. Dieses jedes Haus so gigantisch. Oh. Okay, ich kann wieder eins benutzen. Okay. Moment, das sind aber andere. Wertvolles Armband. Sie können eine anständige Menge bekommen. Okay, dann werde ich mal schätzen. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir müssen das Geld jetzt aber auf, um gleich die Schrotflinte zu boosten. Kostet 10.000, da die Dingens zu erhöhen. Den Schaden. Die Tür ist auch verschlossen. Okay, aber wieso konnte ich denn jetzt den Dietrich noch benutzen? Wird der einfach... Ach, ich benutze den und dann rüste ich den einfach für immer aus, ja? So ist es wahrscheinlich gemeint. Die Tür ist auch verschlossen. Ich habe gerade noch gesagt, Mann, ist eigentlich ganz cool, dass man überall rein kann. Jetzt kann man nirgendwo mehr rein. Huch! Ich kann nicht fassen, dass ich mich davor erschreckt habe. Das war so offensichtlich, nachdem es da reingezoomt hat. Hallo? Kann ich es auch machen? Ich kann ja eigentlich die Tür da nicht aufmachen. Ich kann nur rangucken. Das ist ja dumm. Macht nicht mal Sinn, dass der auf Augenhöhe war. Ich würde durch den Türspalt gucken oder das Schlüsselloch. Ich höre schon wieder so einen Schleimer. Und gucken. Ich habe nur 8 Schuss noch. Das wird langsam ein wenig knapp. Langsam sehr knapp. Und das Quietschen macht mich nicht ruhiger. Hier ist Geld. Okay. Was ist das denn? Hab ich gerade Knödel bekommen? Ach, Brötchen. Kann ein wenig gesünder wiederherstellen. Okay. Kann. Würdest du das auch tun? Vermutlich. Noch mehr Schokomoni. Cool. Hä? Ah, ich hab das Dietrich-Set noch dabei. Achso. Das hätte sich vorhin verbraucht. Den habe ich wohl falsch geguckt. Wahrscheinlich nur, wenn man den Dietrich abbricht. Noch was anderes außer die Notiz? Schaut schlecht aus. Ah! Shotgun Shells! Waffenschein. Ich muss etwas finden, was das die Schrotflinte setzt, damit sich die Tür nicht schließt. Ha? Huh? Ach da! Im Ernst? Das Resident Evil Rätsel, die Tür schließt sich. Ich muss etwas hier einsetzen. Ist ja exakt das Resident Evil Rätsel. Das ist ja funny. Okay. Gut. War wohl jemand Fan. Ich würde sagen, bevor wir jetzt die Schrotflinte befreien und uns selbst mit ihr beglücken, das klingt falsch, sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist von
Centralia Homecoming. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, guckt auf den unteren Link dort. Gibt's eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago, ich sag noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.